Wärmelehre ist im wahrsten Sinne eine coole Sache. Wir haben zum Beispiel, ja, man kann mit dem Kühlschrank heizen, man kann also der Luft, und wenn sie noch so kalt ist, immer noch Wärme entlocken, beziehungsweise eine Cola kühlen, und zwar am Strand, wenn es warm ist, mit einer nassen Socke geht. Dazu nutzt man die Verdampfungswärme und so weiter und so fort. Das sind alles solche Dinge. Wir haben viel praktisch ausprobiert, funktioniert auch. Das ist ja das Schöne daran. Denkt dran, ich rede jetzt hier so viel, damit ihr die Links hier oben beachtet. Und also einfach mal mit der Maus hier reinklicken, dann erscheint hier ein i und dann kann man da draufklicken und dann sieht man, wie es weitergeht und dann sind die entsprechenden Verweise dazu. Wenn man sich von dem Begriff Kälte lösen kann, hat man Wärmelehre schon fast verstanden. Kälte, ich weiß, wir Menschen sind so. Wir sagen, ach je, Mensch, es ist kalt. Aber in Wahrheit meinen wir nur, es ist nicht ganz so warm. Bloß, das sagen wir nicht so. Naja, gut. Jetzt habe ich genug geredet. Ich hoffe, die Links sind dann alle zu finden hier und ich mache das Video dicht.